Hallo aus Teneriffa. Ich bin gerade auf dem Rückweg vom Coworking Space zum Apartment. Ich möchte euch in diesem Video kurz ein paar Tipps geben, wie ihr euch den richtigen Coworking Space aussucht. Punkt 1, Location. Es kann ja sein, dass es für den einen oder anderen wichtig ist, sich ja regelmäßig synchron mit den Kollegen abzustimmen, zum Beispiel in Skype-Telcos. Dann ist natürlich ungünstig, wenn ihr in einem Land seid, bei dem, was weiß ich, 8 Stunden die Zeit später ist, dann wird es natürlich tricky, da vernünftige Zeiten zu finden. Also das würde ich mir auf jeden Fall mal gut im Vorhinein überlegen, bevor ihr dann nachts irgendwie aufstehen müsst, um Skype-Telcos zu führen. Punkt 2, auch vielleicht die Reisezeit, je nachdem, was für Verpflichtungen man hat. Kann es auch wichtig sein, eventuell schnell wieder zurück zu können. Das heißt, auf sowas würde ich auch achten. Und dann natürlich auf die Vorlieben für warmes oder kaltes Wetter, je nachdem. Manche mögen nicht warm und andere mögen nicht kalt. Ich bin zum Beispiel der eher Typ für warmes Klima. Zu den Büros, da würde ich euch wirklich gute Recherche empfehlen. Das heißt, erste Anlaufstelle, deren Webseite und deren Facebook-Seite. Speziell die Facebook-Seite, weil, und das ist jetzt eben das Wichtige, man kann halt nicht glauben, was immer da steht, weil die übertreiben noch gern mal. Und dann sprecht ihr einfach da ein paar Follower an oder ein paar, die da mal gepostet haben. Oder ihr fragt halt eben die Betreiber des Coworking Space, ob sie euch Kontaktdaten von Leuten geben können, die da schon waren. Wie auch immer, versucht einfach da an Personen ranzukommen, die da schon waren, und sprecht die dann drauf an, wie das eben vor Ort alles war. Dann würde ich mir einen Speedtest von denen zuschicken lassen, also Speed of .me beispielsweise. Und dann soll die mal einen Speedtest machen, wie das Ganze vor Ort aussieht. Vielleicht könnt ihr auch Kontaktdaten von jemandem kriegen, der gerade aktuell vor Ort ist. Das wäre natürlich am geschicktesten. Also wie gesagt, Facebook, die ganzen Kollegen hier, wir haben da eine Facebook-Gruppe beziehungsweise einen Facebook-Chat, und da tauschen wir uns eh hier alle fort regelmäßig aus. Wir haben jetzt beispielsweise auch hier das Abendessen organisiert. Apartment, gleiches in grün. Sucht euch was, wo ihr sicher sein könnt, dass ihr vernünftiges Internet habt. Wenn ihr zum Beispiel auf ihr Airbnb schaut, dann könnt ihr ja da nachlesen in den Kommentaren, wie das Apartment war, wie das Internet war und so weiter und so fort. Ja, ich glaube, das ist mal so das Wichtigste. Wie gesagt, nicht unbedingt vertrauen, dass gutes Internet als Ausdruck in Teneriffa das gleiche bedeutet vielleicht wie in Deutschland. Und bei den Preisen, also ich habe jetzt schon ein paar Coworking Spaces mir angeschaut, wo ich zum nächsten, weil ich auch den nächsten schon mal ein bisschen begutachten wollte. Und da muss man sagen, dass die Preise sehr stark unterschiedlich sind. Weil je nachdem, welches Land man kommt, wie da eben die Preisstruktur ist, da kann man sich das vorstellen. Ne? Wenn man jetzt in die Schweiz ginge, hat man halt ordentlich was weg. Hier in Teneriffa ist es sehr günstig, muss man sagen. Nicht nur die Coworking Spaces, sondern auch so der Lebensunterhalt bzw. die Apartments und so weiter. Und da auf jeden Fall auch gut drauf achten. Ja, und ansonsten wünsche ich euch eine gute Reise, und derjenige, der das mal ausprobiert, einfach bitte Rückmeldung geben. Tschüss!